Google hat so viele Daten von Manchmal wünsche ich mir früher zurück, so, da hatte niemand deine Daten. Ja, also was redet ihr? Wisst ihr, was das hier ist? Nee. Ah, das ist so ein Telefonbuch, oder? Da stehen Name, Adresse und Telefonnummer von jeder Person aus meinem Dorf drin. Was? Und da haben sich die Leute damals eingetragen? Nee, also da stand man, glaube ich, einfach drin, wenn man ein Telefon hatte. Stimmt, du musstest dich dann eher so extra austragen, aber das wusste halt niemand. Alter. Und das Buch mit allen Daten von dir, das hatten die großen Firmen damals schon. Nee, also nicht, das hatte jeder zu Hause. Was? Das kann man sich als Privatperson kaufen. Also das hat man einfach kostenlos in Briefkasten gesteckt bekommen. Ah, stimmt, ja. Ich weiß noch, bei uns war der Briefkasten so zu klein und die haben es trotzdem halt so komplett reingestopft. Das halbe Buch war kaputt davon, aber die wollten wirklich unbedingt, dass du das hast. Also mit so einem Buch kann man ja richtig schlimme Sachen machen. So Telefonstreiche vielleicht und keine Ahnung, manche Leute haben es so in der Mitte zerrissen, um zu zeigen, wie stark sie halt sind. Aber nicht, solche wertvollen Daten macht man doch nicht kaputt. 20 von denen ungefähr. Wir haben die auch so als Türstopper und so benutzt. Ich bin schon ziemlich froh, dass ich in 2022 lebe. Ich meine, nur